Gregor Schlierenzauer. Und das ist nun schon der letzte Pfeil, den die Österreicher abschießen. Schlierenzauer muss genial springen, um zu gewinnen. Gut, der war nicht schlecht, aber auch der Wind war gut. 88 Meter, 8,1 Punkte, das sollte die Führung sein. Er wird die Führung übernehmen, das ist richtig. Aber war das so ein genialer Sprung, um vielleicht noch ganz nach vorne zu kommen? Das glaube ich eher nicht. Jetzt schauen wir. Ganz gespannt. Starker Sprung, ohne Zweifel. Auch Landung, alles in Ordnung. Gibt es überhaupt nichts zu meckern. 18, 18, 18, 18, 5, 18, 5. Alles korrekt. Und dann sehen wir es auf unserem